Nein, 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 nein. Ich sehe den Himmel, ich sehe den Himmel, ich will in den Himmel. Komm schon, nein, bitte geh nach oben. Los, komm. Ahoi und herzlich willkommen zu Afterlife, dem Spiel nach dem Tod. Ich war gestern Abend leider ein bisschen zu lange auf dem modkiste.de-Server und habe dort den neuen Modus Minecraft Geist gespielt. Und deswegen bin ich jetzt einfach ein kleiner, süßer Totengeist geblieben. Und wir werden mal gucken, wie sich das Ganze so lebt nach dem Leben sozusagen. Und ob wir in den Himmel oder in die Hölle kommen. Ich denke, das wird sich heute in Afterlife entscheiden. Deswegen würde ich sagen, wir starten gleich mit dem Game und drücken auf Play. Mal gucken, was jetzt kommt. Fliege. Unsere erste Aufgabe wird es sein, zu fliegen. Und wir fliegen und wir fliegen und wir fliegen. Boah, geht das noch höher? Höher kommen wir nicht. Warte mal, da dürfen wir, glaube ich, nicht gegen. Oh nein, wir sind direkt... Kann man als Geist eigentlich sterben? Man kann doch gar nicht sterben als Geist. Was ist denn das für ein Quatsch hier? Okay, Freunde, wir versuchen das Ganze nochmal. Und dieses Mal tatsächlich hier irgendwie zwischen dem Wasser und da zwischen dem... Ah, nein, wir sind wieder gegen den Baum geprallt. Aber das wird schon, Freunde, das wird schon. Ich meine, wirklich sterben können wir ja eigentlich tatsächlich nicht als kleiner Geist. So, warte mal, jetzt hier so unten durch. Ah, das ist nicht einfach. Über die Laterne, am Mond vorbei. Ich weiß nicht, ob man an den Mond rankommen darf. Der ist wahrscheinlich auch so ein Hindernis. Da sind Spinnen. Ah, okay, Spinnen, Spinnen, Spinnen. Und hier wird es weiß. Haben wir es? Wir haben es geschafft. Nice. Das hat sich gereimt. Protect. Wir sollen beschützen. Die alte Omi hier, die gerade strickt, die sollen wir bestimmt... Oh Gott. Nein. Hören Sie auf. Oh Gott. Wir haben die Omi nicht beschützt. Ah, okay, wir machen es nochmal. Wir versuchen nochmal, dich zu beschützen, Ömchen. Alles cool. Hier, so. Der Geist ist da, um die Äxte abzuwehren. Und die Messer und die Ninjas und die Igel und die Ninjas und die Messer und die Puphaufen. Was soll das denn? Ha! Wer bewirft sie denn einfach mit Puphaufen? Oh nein, Ömchen, das tut mir so leid. Aber wir haben es dieses Mal geschafft und haben die Oma beschützt. So, Drag, wir sollen das hier ziehen und rumwerfen, scheinbar vielleicht, um der Person Angst zu machen, dem Alan, der da sitzt. Der sieht auch schon ziemlich ängstlich aus und verkriecht sich unter seinem Tisch. Komm, so, zack, alles werfen und wir haben es geschafft, dem Alan Angst zu machen. So, was haben wir hier als nächstes? Hier haben wir eine Person, die an einem Computer sitzt und sich da irgendwas Cooles anguckt. Und wir sollen vermutlich hier auf diesen... Ah, wir sollen da raufklicken. Ah, oh Gott. Wir sollen schnell... Oh, ich habe daneben geklickt. Wir sollen schnell raufklicken. Okay. Ich mach schon schneller. Oh mein Gott, nein. Nein. Wir müssen es nochmal machen. Okay, Freunde, so. Aber dieses Mal richtig. Wir werden dieses Mal richtig hier rauf jittern. So, zack, 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 zack. Klick, 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 klick. Das muss doch gehen, das muss doch gehen, das muss doch gehen. Haben wir es? Haben wir? Yeah, nice, wir haben es geschafft. So, was kommt als nächstes? Jetzt sollen wir hier als Geist ein paar schöne Witze erzählen. Aber leider sind diese alle auf Englisch. Also, was ist grün und wenn es von einem Baum fällt, würde es dich töten? Antwort A ist Jack. Antwort B ist ein Pooltisch. Und Antwort C ist ein Rhino, also ein Rhinoceros oder Nashorn oder sowas. Ich denke, es ist definitiv ein Pooltisch. Das war nice. Wie nennst du es, wenn man in Mexiko in Mayonnaise ertrinkt? Das Wort kann ich nicht lesen. Juan oder Cinco de Mayo? Ich denke Cinco de Mayo. Wie nennt man ein Schaf ohne Beine? Entweder eine Ziege, eine Wolke oder ein Flappy Bird? Ich würde sagen... Schäfchenwolken, wahrscheinlich eine Wolke. Lasst uns mal schauen. Nice, das war sogar richtig. Wahnsinn, wir sind die Queens and Kings der Bühne. Oh Gott, was jetzt? Was? Wir sind auf einer Party und wir sollen jetzt, was sollen wir denn jetzt machen? Hier klicken? Ah, wir sollen klicken. Okay, okay, Freunde, wir schaffen das. Das ist nicht einfach. Alter Falter, könnte mal ein bisschen langsamer gehen? Nein. Oh Gott, die ganzen. Ah, wir müssen das schaffen, wir müssen es schnell schaffen. Leute. Was ist denn das für eine Party hier? Wir müssen die Musik als DJ auflegen. Das ist richtig schwer, hier von einem zum anderen rechtzeitig zu wechseln und da irgendwie drauf zu klicken. Alter Falter. So, das haben wir schon mal geschafft. Hier, zack. Nächstes. So, blau, pink. Ah, ich kann die Farben schon gar nicht mehr richtig erkennen. Das ist alles so schnell. So, hier wieder rüber. Oh mein Gott. Okay, Freunde, es sieht ganz gut aus. Wenn wir es jetzt noch schaffen. So, zack. Hier, komm schon. Yeah, nice. Beste Nacht, die es jemals gab. Championship. Jetzt geht es um darum, Champion zu werden. Und wir treten gegen den Teufel an. Ich hoffe natürlich, dass wir gegen den Teufel gewinnen und dass wir nicht in der Hölle landen werden. So, zack, ich denke mal, wir sollen hier irgendwie diese Bälle scheinbar in die Becher werfen. Er hat das in den letzten Becher geworfen. Wir versuchen es jetzt in diesen Becher hier zu werfen. So, komm. Nein! Es ist rübergerollt. Aber er schießt auch komplett daneben. Was war denn das gerade, Teufel? Was hast denn du da für ein bisschen verbockt? So, zack. Und in den mittleren Becher. Jetzt versucht er gegen meinen Kopf zu schießen.
Das gibt's doch gar nicht. So, weißt du was? Hier, zack, auch gegen deine Bratzbirne. Oh, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Warte mal, können wir das vielleicht sogar hinkriegen? Das ist hier ran? Ja, nice! Als ob wir das geschafft haben, gegen seinen Kopf zu schießen und dann in den Becher. Alter, nice! So, jetzt haben wir hier das nächste Level und hier geht es darum, dass wir uns scheinbar anziehen sollen. Ich nehme mal hier diesen komischen Kopf, dann vielleicht so eine Dino-Hose und ein Hexenoberteil. Das sieht doch sehr, sehr bunt und sehr, sehr hübsch aus. Oh nein, schlimmer kannst du gar nicht aussehen und wir rufen die Fashion-Polizei an. Ja, dann ruf doch die Fashion-Polizei an. Ich kann mich hier anziehen, wie ich will, ja? Okay, dann werden wir jetzt dieses Mal den Dino-Kopf nehmen, hier eine süße Unterhose und dann diesen Hexendings da. Immer noch nicht? Wirklich? Was sollen wir denn anziehen? Was ist dir denn genehm? Was könnten wir dann anziehen? Eigentlich, ich will eigentlich ein kleiner süßer Dino sein, muss ich sagen. Der sieht mega cute aus. Ist das nicht niedlich? Den könnten wir eigentlich wirklich... Ja, ich kriege das gar nicht mehr weg. Ich wollte noch mal was anderes testen. Wir versuchen das mal so. Collect. Nice. Wir haben es geschafft. So, jetzt sollen wir sammeln irgendwie. Ach, hier sind wir. Der kleine süße Dino. Oh, wie cool. Okay, so, zack, hier haben wir Schokolade gesammelt. Hier oben sind Bonbons. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Ich meine, es ist hier scheinbar gerade Halloween an dem heutigen Tag. Ein kleiner Bonbon. Oh Gott, die Hälfte der Zeit ist vorbei. Die Hälfte der Zeit ist vorbei. Hier sind noch die Dinger. Oh Gott, Leute, schaffen wir das? Schaffen wir das? Da ist der Lolli. Ja, yeah, nice, wir haben es geschafft. Wow, Wahnsinn. Okay, jetzt sollen wir sortieren. Was sollen wir denn sortieren? Warte mal, hier ist ein Kürbis und da... hier ist ein Abfalleimer. Ich denke mal, Rasierklingen und Fleisch kommt in den Abfalleimer. Das kommt an Halloween hier rein. Nein, wir waren zu langsam. Okay, nochmal. Nochmal. Jetzt wissen wir ja, worum es geht. Also Fleisch, Rasierklinge, so Zahnbürste. Muss sagen, oh, naja, eigentlich ist eine Zahnbürste schon gut, wenn man so viel Süßigkeiten isst. Aber wir machen es mal so. Und was fehlt jetzt? Hier ist noch Brokkoli. Hä? Ich mag Brokkoli, aber ich mache ihn mal da rein, weil ich glaube, dass es richtig ist. Yeah, nice, der Geist, der, gibt den Finger nach oben. So, was sollen wir als nächstes machen? Wir sind hier im Dunkeln. Oh, jetzt wird es hell. Oh nein, da in der Mitte ist so ein kleines Symbol, dass Geister verboten sind. Aber Geister sind doch mega cute. So, zack, hier hoch. Okay, sehr schön. Dann hier zum nächsten. Ah, und hier lang, okay. Das ist schon mal ganz gut gegangen. Jetzt hier an der Seite vorbei. Oh nein, wir wurden getroffen. Nochmal! Okay, wir versuchen es nochmal. Also, wir sind der Geist hier oben. Wir wollen hier nach unten gehen, müssen warten, bis diese Laserkugel vorbeigeschossen ist. Dann verstecken wir uns hier, dann gehen wir hier hinter. Dann, gehen wir hier hoch. So, zack, hier dran vorbei. Jetzt wirklich mal... Nein, wir sind wieder gestorben. Oh mein Gott, ist das schwierig. Okay, nochmal, Freunde, nochmal. So, komm schon. Komm schon, kleiner Geist. So, okay, hier dahin, du Gespenst. So, hier runter, dann dort und wie immer. Ah, okay, da kommen wir nicht mehr vorbei. Das war leider zu langsam gerade. Jetzt gehen wir hier zwischen. So, gehen hier an die Seite. Das war richtig. Haha, okay. Hier sind wir safe. Jetzt gehen wir hier rüber. Ah, hier sind wir safe. Und jetzt hier vorbei. Nice. Ich glaube, es läuft, Freunde. Und wir haben es geschafft. Yeah, nice. Choose. Wir sollen jetzt auswählen, ob wir entweder den Highway zur Hölle nehmen wollen, also die Straße zur Hölle, oder diese Treppen in den Himmel, den Stairway to Heaven. Und ich würde sagen, Freunde, wir entscheiden uns für den Stairway to Heaven. Und wie geht das jetzt? Hä? Warte mal. Ich glaube... Oh nein. Nein, nein, nein. Warte. So, zack, wieder hoch. Wie schaffen... Oh Gott. Wir müssen zur rechten Zeit klicken. Ah, Leute, okay, es funktioniert. Es funktioniert. Nein, 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 nicht wieder runter. Komm schon, geh nach oben. Wir müssen zur richtigen Zeit klicken, Freunde. Wir müssen zur richtigen... Nein, geh doch nicht nach unten ständig. Oh Gott, Freunde, Freunde, was machen wir? Was machen wir? Nein, oh, warte mal, in welche Richtung gehen wir jetzt gerade eigentlich? Ich sehe schon gar nicht mehr durch hier. So, zack, hier geht's scheinbar nach oben. Oh, komm schon, der Himmel, der muss doch hier bald mal vorbei sein. Wir sind doch schon so weit gekommen. So, hier war... Das gibt's doch gar nicht. Nein, geh doch mal nach oben. Geh doch bitte einfach nach oben. So, okay. Es geht. Wir kommen weiter hoch. Kein Fehler machen, Freunde. Jetzt kein Fehler machen. Nein, 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 nein. Ich sehe den Himmel. Ich sehe den Himmel. Ich will in den Himmel. Komm schon. Nein, bitte geh nach oben. Los, komm. Okay, nein. Oh, noch eine Stufe oder so waren das gerade. Hier wieder. Okay, zack. Das ist gar nicht so einfach, wie man denkt. So, hier hin. Oh, und wir haben es geschafft.
Willkommen im Himmel! Freunde, wir haben es geschafft, wir haben unser Ziel erreicht und sind endlich im wunderschönen Himmel angekommen und finden jetzt da unsere letzte Ruhe. Freunde, ich hoffe, Afterlife hat euch gefallen. Es war heute mal was anderes. Ich fand das Spiel mega witzig. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ansonsten könnt ihr natürlich auch die Glocke aktivieren, damit ihr keine coolen Videos und Streams mehr verpasst. Ansonsten wünsche ich euch allen noch einen fantastischen Tag und wir sehen uns morgen im nächsten Video. Bis dahin, hasta la pasta!